Ich habe vor einigen Tagen auf meinem Patreon gefragt, ob ihr mir eure Kunstwerke schicken wollt, damit ich sie kopieren kann. Hi, mein Name ist Shania und heute werde ich eure Kunst in meinen Stil übersetzen. Und ich benutze extra das Wort übersetzen hier, denn ich nehme es einfach und mache es nochmal nur in meinem Stil. Ich versuche und werde es nicht verbessern oder irgendwie zu meinem eigen machen. Es ist wie bei Autoren, okay? Ihr schreibt das Buch auf Englisch, euer Name bleibt auf dem Werk stehen. Ich habe es nur eben in meinem künstlerische Sprache. Ja, übersetzt. Aber gut, schauen wir, was reingekommen ist. Wir haben hier einmal eine Bewerbung von der Kanisha. Ich habe dir zwei Bilder geschickt, weil ich mich nicht entscheiden kann. Die goldene Maske mit der Rose habe ich mit Buntstifte und Alkoholmarkern gemalt. Sie ist aus meiner eigenen Geschichte, die ich auf Wattpad veröffentlicht habe. Leute, alle auf Wattpad gehen, da habe ich früher auch immer geschrieben. Geht auf Wattpad und lest euch Duskwood auf der Flucht durch. Sie hing als Warnung vor der Haustür meiner Protagonistin. Okay, ich habe mich dafür entschieden, nur Kunst zu übersetzen. Ich werde dieses Wort jetzt einfach weiterhin dafür nutzen. Die entstanden ist bei den Leuten, die sich hier beworben haben. Also sozusagen eure OCs, Original Characters, Original Kreaturen. Ihr wisst schon. Als nächstes haben wir eine Bewerbung von Rosi. Deswegen würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du Lust hättest, eine meiner OCs in deinem Stil zu zeichnen. Genau sowas meine ich. Oh, ich freue mich. Vor allem, weil es Frauen sind. Zum einen wäre da Corpsey MC Brains, mein Zombie-Mädchen. Sie ist ein richtiges Happy Girl und ein stets gut gelaunter Ray of Sunshine. Finde ich richtig cool, dass solche Beschreibungen und charakteristischen Eigenschaften der Figur in der Mail stehen, weil dann kann ich das sozusagen in meinem Kunstwerk dann später auch einbauen. Da muss ich nicht nur anhand der Kunst des Erschaffers gucken, wie ich diese Figur erschaffe, sondern ich kann wirklich ein Fanart aus Kunst und Beschreibung machen, sozusagen. Sie liebt Ryuk von Death Note und ernährt sich wie er ausschließlich von Äpfeln. So quirlig und cute sie auch ist, so naiv und tollpatschig ist sie auch, was unter anderem daran liegt, dass sie auf ihrem grauen Auge blind ist und aufgrund ihrer Mangelernährung niedrigen Blutdruck hat, sofern das bei einem Zombie möglich ist. Die Stella schreibt, das ist das erste 50x70 cm Fineliner auf Karton, ungefähr 23 Stunden Arbeit, das Bild ist schon 2 Jahre alt. Mein Stil ist, auf großen Formaten mit Fineliner zu malen. Natürlich dauert das viele Stunden, aber für mich ist es eine Art Meditation. Das ist so cool. Das ist einer dieser Momente, wo ich auf jeden Fall sagen kann, ich werde es nicht besser machen, höchstens anders. Ich meine, guck mal, wie schön dieser Hintergrund ist, wo man die ganzen kleinen Fineliner-Striche sehen kann. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viel Arbeit das war, aber es hat sich gelohnt. Okay, ich glaube, wir bleiben heute erstmal bei 3. Ich habe einiges vor, einiges geplant. Das heißt, ich schnappe mir jetzt mein vertrautes Tablet und wie eigentlich immer werde ich jetzt ein paar Skizzen machen, ein paar Ideen sammeln und dann sehen wir uns morgen wieder und dann zeige ich euch, was ich mir überlegt habe. Okay, es ist der nächste Tag und ich habe mir ein paar coole Sachen einfallen lassen. Oder besser gesagt, ich habe mir eure coole Ideen ein bisschen zu eigen gemacht. Aber wir fangen erstmal mit der unspektakulärsten Umsetzung an. Und das ist die Idee mit der Rose und der Maske, weil ich finde, die Idee, das Konzept ist ziemlich straightforward und ich habe keine großen Verbesserungsvorschläge. Deswegen werde ich das Gleiche einfach nochmal umsetzen, aber so gut wie ich kann und auch mit meinem Lieblingsmedium. Und zwar Acrylfarben. Ich werde das Ganze ein wenig realistischer machen, aber trotzdem versuchen, meinen leicht patchy, einen Ticken unordentlichen Stil mit einzubauen. An dieser Stelle muss ich auch direkt einmal loswerden, dass ich nicht wirklich einen festen, bekannten Stil habe. Ich versuche eigentlich immer nur nach bestem Gewissen so realistisch wie möglich zu arbeiten. Auch wenn ich denke, dass man mittlerweile bei meinen traditionellen Kunstwerken schon so ein bisschen erkennen kann, dass es von mir ist, aber das halt eher meistens aufgrund des Motivs und nicht aufgrund der Umsetzung. Also ihr könnt mir gerne sagen in den Kommentaren, ob diese Challenge, ob dieses Video überhaupt eine Idee ist oder überhaupt irgendwie was bringt, weil ja, wie gesagt, ich setze die Ideen halt nicht in meinem Stil um, sondern ich versuche sie nach bestem Gewissen zu rekonstruieren.
Das Einzige, wo ich sagen würde, wo ich wirklich einen Stil besitze, ist bei meinen Stickerchen, die ihr auf meinem Patreon oder in meinem Shop bekommen könnt. Gute Stelle für Eigenwerbung. Schaut in meinem Shop vorbei. Es gibt Sticker. Oder abonniert meinen Patreon. Es gibt Sticker. Aber heute werde ich keine Sticker-Designs machen. Wenn ihr sehen wollt, wie ich dieses Video nochmal mache, nur eben mit Sticker-Designs, also wie ich eure Kunst so weit vereinfache, wie ich es bei meinen Stickern mache, liked das Video und schreibt es in die Kommentare. Ich würde mich tatsächlich sehr freuen. Aber dafür brauche ich auf jeden Fall auch etwas einfachere Motive als heute. Machen wir weiter mit, warte, ich gucke mich nach, ich glaube, ich kann den Namen noch. Corpsey McBrains? Der Zombie-Frau. Hierfür habe ich mich zuerst ans Tablet gesetzt und mir eine Pose einfallen lassen, die sehr zu ihrem Charakter passt. Ein bisschen tollpatschig, ein bisschen fun, quirky, ihr wisst schon, so wie es beschrieben wurde. Des Weiteren habe ich mich eben sehr von den Skizzen, die bereits dazu geliefert wurden, inspirieren lassen, was Haare, Klamotten und Schmuck angeht. Und an dieser Stelle muss ich mal kurz einwerfen, dass dieses Bild wohl das beste Linework besitzt, was ich je gemacht habe. Kleine Offenbarung. Ich kann keine Lineworks machen. Ich kann keine Outlines ziehen. Bei mir sehen die irgendwie immer voll gut aus, solange die Sketches und Scribbles darunter noch liegen. Und sobald ich die ganzen Scribble-Layer wegschalte und man nur noch das ausarbeitete Line-Art sieht, sieht's grausam aus. Die Linien sind alle wobbly, die Dicken und so unterscheiden sich total. Es sieht immer mies aus, bis auf heute. Und deswegen habe ich mich heute für eine etwas andere Art entschieden, dieses Kunstwerk umzusetzen, als ja, wie ich normalerweise meine Kunst machen würde. Mit einem Medium, wo ich noch nicht so geübt drin bin. Aber wenn ich so ein schönes Linework mache, muss ich es auch demonstrieren und zur Schau stellen. Und deswegen werde ich mein Linework ausdrucken und es auch mal mit Marke. Ich finde, so ein Stil, da gehört Marke einfach zu. Also ja, werde ich mal schauen, ob ich das hinkriege. Ich habe es wirklich noch nicht so oft gemacht, aber ich habe mir auch meine Buntstifte geschnappt. Ich habe viele Leute gesehen, die es hinbekommen haben, Ungereimtheiten oder hässliche Spots mit den Buntstiften entfernen und teilweise auch etwas mehr Tiefe damit einbauen. Also ja, wir werden einfach mal sehen, wie es wird. Ansonsten kann ich es ja nochmal ausdrucken. Ich habe diese Skizze extra auf einem Markerblatt drucken lassen von Simon, weil er den Drucker versteht und ich nicht. Dennoch hatte ich natürlich etwas Angst, dass das alles nicht klappt. Ich habe vor allem befürchtet, dass die Tinte einfach verläuft, sobald ich mit den Markern über die Outlines gehe. Aber tatsächlich hat das alles super funktioniert. Ich hatte natürlich trotzdem ein wenig Schwierigkeiten mit den Stiften, vor allem, weil ich hier ja sehr fein, sauber und detailreich arbeite. Drei Eigenschaften, die in meiner Kunst nicht viel Aufmerksamkeit von mir bekommen. Dennoch hatte ich aber trotzdem sehr, sehr viel Spaß. Vor allem auch, weil die Corpsey, ähnlich wie bei der OG-Künstlerin, eher in einem Manga-Stil gezeichnet wurde. Etwas, was ich nicht oft mache, nie ehrlich gesagt, und mir schon lange vornehme. Irgendwann, meine Freunde, werde ich ein Irgendwann werde ich ein Manga-Video hochladen, versprochen. Bis dahin freue ich mich aber über solche kleinen Übungen zwischendurch. Bis dahin würde ich mich aber auch sehr über ein Like freuen. Dankeschön! Zu guter Letzt werde ich nochmal auf meine Acrylfarben zurückgreifen, sowie meinen typischen Stil. So wie es das Video eigentlich auch verlangt. Und zwar, falls ihr euch noch erinnern könnt, für dieses Skelettbild. Da das Konzept mit einem Skelett und mit dem Mond und den Schmetterlingen etwas ist, was ich in meiner Kunst irgendwo wiederfinde oder wo ich mich am meisten mit identifizieren kann, also mit meiner Kunst, habe ich es mir hier nicht nehmen lassen, tatsächlich das Konzept zu nehmen, aber es weiter auszubauen. Nicht, weil das originale Konzept schlecht ist, sondern einfach nur, weil ich ja angefangen habe, die Idee zu skizzieren und sehr viel Spaß hatte und am Ende was anderes dabei
dabei rausgekommen ist. Es ist nicht so anders, aber erstens, ich werde das Ganze farbig machen. Also wie gesagt, nochmal mit Acrylfarben. Zusätzlich habe ich die Stelle vom Pfeil von der Brust in den Rücken verschoben. Und das ehrlich gesagt aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe auf Pinterest nach einer Vorlage geschaut für das Skelett und ich habe keine schöne Vorlage gefunden, wo die Figur halt so nach vorne gedreht war. Und ja, Leute, ich bin ehrlich, ich brauche meine Vorlagen für gute Kunst. Und dabei habe ich eben diese Vorlage entdeckt, die ich heute nutzen werde. Und ich fand die super inspirierend, super cool. Und ich finde einfach, dass wenn der Pfeil aus dem Rücken ragt, es etwas sehr Zerbrechliches und Verletztes hergibt. So unter dem Motto, dass man die Schmerzen nicht hat kommen sehen oder man halt so einen Backstab bekommen hat. Die Schmetterlinge, die sitzen dann auf dem Pfeil, um so ein bisschen auch die Gutmütigkeit dieses Akts zu demonstrieren. Also dass der Pfeil vielleicht von jemand geschossen wurde, der es gut meint oder dem man vertraut hat. Ihr könnt euch die Lore dazu überlegen. Und ja, der Mund ist eben jetzt dreidimensionaler in der Hand, weil ich es alles ein bisschen realistisch angehe. Aber gut, ich habe jetzt drei Kunstwerke, mit denen ich, blöd gesagt, nicht viel anfangen kann. Ich habe so viel Kunst in meinem Schrank liegen. Ihr habt keine Ahnung. Und ich fühle mich auch nicht wohl dabei, diese Kunstwerke zu verkaufen, weil es nicht mein geistiges Eigentum ist. Und deswegen werde ich diese Kunstwerke einfach zu den jeweiligen Künstlern schicken. Als kleines Dankeschön dafür, dass ich eure Kunst ausleihen durfte. Wenn ich nochmal so ein Video machen soll, dann schreibt gerne in die Kommentare. Ich hätte auf jeden Fall voll viel Lust und Interesse daran, auch wie zum Beispiel vorhin schon gesagt, mit Sticker im Fokus. Vergesst nicht, das Video zu liken, zu kommentieren. Danke, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Bleibt gesund und bleibt kreativ. Und wenn ihr noch etwas Cooles sehen wollt, dann schaut einfach mal hier vorbei. Hier habe ich nämlich die Alkoholmarke aus diesem Video zum ersten Mal benutzt. Und ja, dann seht ihr, wo das Ganze angefangen hat.